tauschen. Kommt mal Hopp-Spross mit. So, jetzt wollte ich wissen, ob ich in eine Mensa gehen kann. Ich weiß noch nicht, wo die Mensa ist. Was hier? Ach, wohin möchtest du gehen? Mensa. Mensa, bitte! Ich möchte die Quest von der Schülersprecherin auch noch haben. Wie bist du da jetzt hingekommen? Ich bin in der Haupthalle links die Treppe hochgegangen und da ist dann so ein Terminal. Darüber konnte ich an die Mensa gehen. Ja. Nun gut, ich zähle auf dich, Champney Mila. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Ich freue mich schon richtig drauf. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Bru? Hm? Wo ist sie? Oh, Verzeihung. Wer? Hey, Cat. Wer? Die eine Mila. Hä? Hey, ich konnte in eine Mensa gehen und da ist ein Ausrufezeichen mit der Nemila gewesen bei mir. Bei mir nicht. Wer war das? Okay. Bei mir ist sie im Lehrerzimmer. Ja, war ja auch Lehrerzimmer. Mensa war ja eben gerade Quatsch, Bullshit. Mensa war ja das andere. Wie kam ich denn jetzt auf Mensa? Ich bin auf jeden Fall zum Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, warum ich auf Mensa kam. Vielleicht einfach, weil es was mit Essen zu tun hat und ich immer an Essen denke. Kein Wunder, dass sie deine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echt der Wahnsinn. Ich wäre auch gern so stark und cool wie sie. Aber da bin ich nicht die Einzige. Jeder Pokémon-Trainer himmelt sie an. Übrigens, erinnerst du dich noch daran, was ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast doch gesagt, dass dein Ziel ist, den Pokédex zu vervollständigen, oder? Aber hör mal, willst du nicht auch versuchen, ebenso wie ich, den Champ-Rang zu erreichen? Ja, gute Idee. Echt? Das ging ja flott. Aber lass mich erstmal erklären, was es damit auf sich hat. Trainer, die in Champ-Rang wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnen sie dich mit dem Champ-Rang aus. Aber um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht nur, am Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arenen bezwingen und dir so die jeweiligen Arena-Orden schnappen. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde, die du überwinden musst. Die Champ-Prüfung. Wenn du die bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Rang. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ich will jetzt hier nicht rumprallen, aber bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ-Rang erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besonders freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht. Das letzte Mal fing sie gleich nach der Aufnahme in die Akademie an. Man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz auf eigene Faust. Das ist ein Heidenspaß. Wo ich so darüber nachdenke, vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, nach dem ich gesucht habe. Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker werden zu können, Cat. Weißt du was? Ich trage die Arenen einfach schon mal in deiner Karten-App ein. Die Standorte der Arenen wurden auf deiner Karte eingetragen. Der Weg des Champs. Denk mal darüber nach. Cat wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Ich wiederhole, Cat wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Dong, 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 dong. Auf geht's! Wo möchtest du hingehen? Büro des Direktors, ich habe gar keine Wahl! Jetzt kriege ich Ärger, bestimmt. Keiner weiß warum. Da bist du ja, Cat. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Orangen Akademie? Ja. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Du fragst dich vielleicht, warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können. Doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe.
Eine Freundin von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Und wo ist sie? Oh, sie befindet sich nicht hier in diesem Raum. Moment, ich stelle die Verbindung her. Hallo Kate, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Professor Antikia. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schlunds von Paldea, oder wie es auch genannt wird, Zone 0. Professor Antikia ist eine Absolventin der Akademie und eine hervorragende Forscherin. Ich komme sofort zum Punkt. Cat. Matrikelnummer 805C393. Du trägst ein ungewöhnliches Pokémon namens Koraidon bei dir, nicht wahr? Ja. Ich danke dir für die Kooperation und Bestätigung der Aussage. Was ist sie, ein Roboter? Verzeihung, das hier soll kein Verhör sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Umbruss? Hi, ich bin jetzt da! Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, was? Schön, dass es dir gut zu gehen scheint. Einst befand sich Koraidon in meiner Obhut, solltest du wissen. Auch der Ball, den du da trägst, gehörte mir. Du hast ihn von einem jungen Mann namens Pepper erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Daher habe ich eine Bitte. Würdest du an meiner Stadt gut auf Koraidon achten? Ich danke dir. Klar. Im Augenblick ist Koraidon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Er scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, die auf Fortbewegung spezialisiert ist. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kräfte wieder zurückgewinnt. Könntest du kurz dein Smart Rotom rausholen? Dann gebe ich dir noch meine Kontaktdaten. Du wirst von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich nach dem Stand der Dinge erkunden kann. Auf bald! Warum sagen die alle auf bald? Agia, Agia! Kommt dieses Pokémon etwa aus Zone 0? Antikia, soll das etwa heißen, du... Ja, sie war mit Sicherheit in Zone 0, die Böse. Die Professorin hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Natürlich wird die Akademie dich dabei nach Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Koraidon genießen wirst. Ja, super. Perfekt. Hallo, Entschuldigung für die Störung. Ach, hier bist du, Cat. Kaum kommst du hier an und schon wirst du zum Direktor zitiert. Was hast du nur angestellt? Ich mach nur Spaß. Senior Jim hat mir aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll. Das ist dein ganz eigenes Reich, hier an der Akademie, Cat. Am besten gehen wir gleich zusammen hin. Dein Zimmer. Es ist wie ein zweites Zuhause für dich. Ja, dann hin da. Heute dein Zimmer. Ich tue gerade so, als würde ich jede Ecke davon kennen. Dabei war ich selbst noch nie hier drin. Bestimmt bist du von dem ganzen Trubel deines ersten Tages hier fix und fertig. Weih doch gleich mal dein Bett ein und ruh dich etwas aus. Wenn du dich schlafen legst, macht das nicht nur dich wieder fit, sondern auch deine Pokémon. Alles klar, wir sehen uns morgen, wenn du wieder in Form bist. Dann können wir auch kämpfen. So viel wir wollen. Also tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Bye mit Ei. Schön mit Öl finde ich irgendwie besser als auf bald. Ja, ne? Möchtest du dich schlafen legen, um für deinen neuen Schultag gut ausgeruht zu sein? Ja, sicher, machen wir. Seit deinem ersten Tag an der Orangen Akademie ist einige Zeit vergangen. Oh, okay. Und nun ist der Tag gekommen, an dem dein wahres Abenteuer beginnt. Ja, erstmal Zeitsprung von... Irgendwas. Wahrscheinlich kein Geld verdient in der ganzen Zeit.
strengen Durchsage an alle Schüler. Heute beginnt die freie Projektarbeit. Alle Schüler werden gebeten, sich für weitere Details auf dem Sportplatz zu versammeln. Dung, 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 dung. Es ist endlich soweit! Die Projektarbeit fängt an. Ich könnte platzen vor Freude. Los, 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 lass uns gehen! Ja, 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 ja! Ja, dann auf geht's. Zum Sportplatz. Ich würde dann jetzt gerne wieder freie Bewegung haben. Dauert halt ewig lange hier, bis du in dieses Intro reinkommst. Und dann dauert dieses Intro so ewig lange. Ich erkläre euch nun, was mit eurer freien Projektarbeit auf sich hat. Auch dieses Jahr lautet das Thema Schatzsuche. Ich möchte, dass jeder von euch in die Welt zieht und seinen ganz individuellen Schatz sucht. Ihr alle habt euch an der Akademie viel neues Wissen angeeignet. Und nun ist es an der Zeit, den Blick gen Horizont zu richten und die Welt zu entdecken. Erkundet die üppige Natur und die reiche Kultur von Paldea. Macht Bekanntschaft mit den Pokémon, die hier leben. Und lernt die vielen Menschen kennen, die für diese Region ihre Heimat Mann darstellt. Wohin wird eure Reise... Oh Mann, ich bin nicht so schnell. Wohin wird eure Reise gehen? Wen werdet ihr begegnen? Was werdet ihr sehen? Ihr und eure Pokémon. Gemeinsam reisen, gemeinsam lernen, gemeinsam fühlen. Findet euren ganz individuellen Schatz und kehrt dann wieder zurück. Ich bin mir sicher, dass ihr durch die freie Projektarbeit über euch hinauswachsen werdet. Und ich bin schon sehr gespannt, was aus euch geworden ist, wenn wir uns wiedersehen. Was macht das kleine Mädel dazwischen, eure kleinen Kinder? In diesem Sinne möge die Schatzsuche beginnen. Viel Erfolg! Okay. Freiheit ruft. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine Miniaturversion von meinem Viech. Mein Legi. Mopex. Ach stimmt, hat's ja vorhin gesagt. Sieht aus wie Mopex. Passt gut auf euch auf und bitte denkt dran, dass das Betreten des Schlunds von Paldea ein Verstoß gegen die Schulordnung ist. Dieser Ort ist viel zu gefährlich. Los, Cat, auf geht's! Bist du jetzt auch schon raus? Ja. Wo bist du? Hi. Wir sollten uns vielleicht mal ein Ziel setzen. Oh, okay. Cat! Jetzt können wir endlich auf Schatz gehen. Yippie! Stimmt, das kennst du ja noch gar nicht. Komm, ich erkläre dir alles auf dem Weg. Lass mich einfach gehen! Die Schatzsuche ist das wichtigste Ereignis an der Orangen Akademie. Aber trotz des Namens muss am Ende deiner Schatzsuche nicht unbedingt ein greifbarer Schatz liegen. Es geht darum, Paldea frei zu erkunden und dabei alle möglichen Erfahrungen zu sammeln. Du kannst zum Beispiel Arenaleiter herausfordern oder Leuten in Not helfen. Und klar, wenn du einen richtigen, echten Schatz suchen willst, nur zu! Auf diese Weise lernt man vieles, was man an der Akademie sonst nicht beigebracht bekommt. Es gibt auch viele Gelegenheiten zu kämpfen. Das ist ideal für mich. Wenn wir uns auf unserer Schatzsuche begegnen, musst du unbedingt gegen mich kämpfen, ja? Klar. Ah ja, wusstest du schon, dass du mit der Karten-App auf deinem Handy deine Ziele markieren kannst? Ja.
Ich habe dir ja letztens die Arenen auf der Karte eingetragen, oder? Wie wär's, wenn du sie dir als Zielorte markierst? Oh, so, Nimila, von dir als Schulsprecherin hätte ich nicht erwartet, dass du versuchst, einer Schülerin einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Nanu, Pepper? Was heißt denn hier unfairer Vorteil? Außerdem ist Lauschen auch nicht gerade die feine Art. Ich habe Kat nur etwas was empfohlen. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber Kat hat schon andere Pläne. Sie wird nämlich mit mir die Herrscher-Pokémon suchen und die Geheimgewürze mitgehen lassen, die sie bewachen. Sie hat also gar keine Zeit dafür, Champ zu werden, weil wir zusammen die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon abklappern, stimmt's? Hey, was soll das? Warum erzählst du Kat so komische Sachen, die sie gar nicht interessieren? Was ist denn dein Problem? Ich habe ihr doch nur einen Vorschlag gemacht. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will, oder wie war das? Du! Hm? Dein Handy klingelt, falls du es nicht bemerkt hast, Kat. Jetzt kommt Cassiopeia! Du musst mir noch helfen! Hallo Kat, Cassiopeia hier. Ich gebe dir jetzt mehr Informationen zur Operation Stardust durch. Team Star besteht aus 5 einzelnen Banden. Jede davon hier hat ihr eigenes Versteck. Deine Aufgabe ist es, die 5 Bosse dieser Banden zu besiegen. Wahrscheinlich werden sich dir Truppen von Rüpeln in den Weg stellen, aber du hast auch meine Unterstützung, aus sicherer Entfernung. Die Bandenmitglieder bezeichnen sich alle mit dem jeweiligen Pokémon-Typ, den ihr Boss einsetzt. Vielleicht hilft dir diese Information. Ich habe volles Vertrauen in dich und dein Können. Lass mich außerdem die Orte, an denen du die einzelnen Verstecke findest, auf deiner Karte markieren. Die Standorte der Verstecke von Team Star wurden auf deiner Karte eingetragen. Yay, wie viele Standorte haben wir jetzt auf unserer scheiß Karte? 8 Arenen, ich glaube 5 Höhlen und was waren das auch nochmal, 5 oder 6 Bosse. Für jeden Boss, den du besiegst, wartet eine großzügige Belohnung auf dich. Hä, wer bist du denn jetzt plötzlich? Team Star macht nichts als Ärger und seine Mitglieder sind schlicht und einfach gefährlich. Kat sollte sich da am besten vollkommen raushalten. Ganz genau, außerdem geht sie ja schon mit mir auf die Suche nach besonderen Zutaten. Kat wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Alter! Nicht wahr, Nimila und Pepper? Moment mal, woher kennt diese Person unsere Namen? Ich freue mich schon darauf, dich in Aktion zu sehen, Kat. Was war das denn bitte? Kat, es ist zwar toll, dass du so schnell so viele Freunde gefunden hast, aber pass auf, dass du dich nicht in gefährliche Sachen verwickeln lässt. Okay, belassen wir das Thema am besten dabei. Denn jetzt beginnt das Abenteuer! Ich mache mich auf, um gegen jeden einzelnen Trainer zu kämpfen, der mir vor die Nase läuft. Wenn ich hart an mir arbeite, um die Allerstärkste zu werden, wird diese Erfahrung ganz sicher zu mit meinem ganz persönlichen Schatz. Lange Rede, kurzer Sinn, ich klappe die Arenen wieder ab und trainiere dabei neue Pokémon. Hier, ich zeig dir mal ein Foto, damit du weißt, wie die Gebäude aussehen. Mhm. Kat, jetzt haben wir zwar alle auf dich eingeredet, aber letztendlich entscheidest du, wohin dich deine ganz eigene Schatzsuche führt. Geh, wohin du willst und mach das, wozu du selbst Lust hast. Mein ganz persönlicher Schatz. In meinem Fall wäre das dann wohl Massen an geheimen Gewürzen, ist doch klar. Wenn ich die Gewürze in die Finger bekommen habe, mach ich dir das beste Sandwich deines Lebens, versprochen. Agia! Hey, was willst du denn schon wieder? Haha, ich glaube, es hat Interesse an dem Sandwich, das du gerade erwähnt hast. Du bekommst sicher nichts davon ab. Gya, Gya! Da scheint jemand ja kaum abwarten zu können, sich auf den Weg zu machen. Will es vielleicht, dass du auf ihn reitest, Kat? Drückst du den Plusknopf, kannst du auf Koraidon aufsteigen und dich dadurch schneller fortbewegen. Drückst du während des Reitens den B-Knopf, springt es und überwindet so Hindernisse. Drückst du erneut den Plusknopf, kannst du wieder vom Koraidon absteigen. Wow, es hat seine Form geändert. Es sieht Morphax wirklich ähnlich. Auf dem Rücken von Koraidon kannst du bestimmt ohne Probleme alle Winkel von Paldea erreichen. Ich weiß ja nicht. Wenn du nach den Herrscher-Pokémon suchen willst, verlässt du die Stadt am besten durch das Osttor. Aber weil du ja eigentlich auf dem Weg zu den Arenen bist, solltest du das Westtor ansteuern. Auf der Ostseite verläuft man sich leicht. Ha, ich mach mir jetzt auf die Socken. Sieh zu, dass du keine Wurzeln schlägst und gleich nachkommst und es fängt an zu regnen.
Und ich mache mich zu den Arenen auf. Bis später, Cat. Endlich beginnt deine freie Projektarbeit der Akademie. Die Schatzsuche. Reise an Orte deiner Wahl, begegne vielen Pokémon und finde so deinen ganz persönlichen Schatz. Wurde auch Zeit. Ja. Impro vorbei. Du kannst schon am Geschichtsurteil nehmen. Aus Hauswirtschaftskurz und massive Aufläufe von Pokémon sind erschienen. Aufläufe gibt's auch. Wo bist du? Beim Pokémon Center.